Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Heute mal ein kurzes Video. Es geht nur um ein besonderes Thema. Und zwar, was muss ich machen, wenn ich von einer Rückrufaktion betroffen bin? Ob Salmonellen, Metallstückchen in Lebensmitteln oder wegen Verunreinigungen. Immer wieder werden von Herstellern oder Supermarktketten Lebensmittel zurückgerufen. Wir geben Tipps, wie ihr euch bei einer Rückrufaktion verhalten sollt. Wenn Unternehmen ihre Produkte zurückrufen, kann das verschiedene Gründe haben. Auch die Angst vor Schadensersatz kann zu einem Rückruf führen. Die entsprechenden Informationen erhaltet ihr direkt vom Supermarkt, aber auch beim Hersteller. Auf der Homepage onlinewarnungen.de findet ihr nützliche Tipps und aktuelle Lebensmittelwarnungen inklusive dem Grund für den Rückruf. Solltet ihr der Meinung sein, dass ihr von der aktuellen Warnung betroffen seid, achtet am besten auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, die Chargennummer, wie dem Ort der Herstellung. Wenn ihr von einem Rückruf betroffen seid, habt ihr zwei Möglichkeiten. Erstens, bringt es wieder zum Supermarkt zurück, wo ihr den Artikel gekauft habt. In der Regel bekommt ihr euer Geld zurück. Und das ohne Kassenbon. Die meisten Hersteller nehmen auch die Ware zurück. Dazu setzt ihr euch einfach mit dem Hersteller in Verbindung und fragt dort nach. Es gibt aber auch noch weitere Rückrufaktionen. Sollte zum Beispiel ein Großgerät wie eine Maschine oder ein Geschirrspüler betroffen sein, erfolgt oft kein Rückruf. In diesen Fällen könnt ihr einen kostenlosen Techniker bestellen, der die defekten Teile dann vor Ort tauscht. Hier bitte an den Hersteller wenden und mit ihm die Serviceleistung vereinbaren. Das war's dann auch schon mit dem kurzen Video. Weitere Informationen findet ihr unter www.onlinewarnungen.de oder bei uns im Kanal. Wir freuen uns über euren Besuch.